Willkommen zum Webinar zur Plausibilisierung von Ergebnissen. Mein Name ist Daniel Gass. Ihre Fragen können Sie im Chatfenster auf der linken Seite Ihres Bildschirms stellen. Wir werden Ihnen im Anschluss so schnell wie möglich antworten. Die Norm, übrigens nicht nur die ESIA-Norm, auch der Eurocode, legt fest, die Ergebnisse der Tragwerksanalyse sind auf ihre Plausibilität zu prüfen. Das heißt nicht, dass wir jedes Ergebnis von AXIS VM auf die dritte Nachkommastelle von Hand nachrechnen müssen, aber das heißt, dass wir zumindest stichprobenartig die Ergebnisse auf ihre eben Plausibilität bzw. Zuverlässigkeit prüfen sollten, bzw. nicht nur sollten, sondern müssen. Das ist nicht nur in der Norm so festgelegt, sondern auch ganz entscheidend, damit wir uns wirklich sicher sein können, dass die Ergebnisse, die wir aus der Berechnung erhalten haben, auch auf das tatsächliche Gebäude zutreffen. Dabei prüfen wir nicht in erster Linie, ob das Programm richtig rechnet, sondern ob wir die richtigen Eingaben gemacht haben. Ich kann mich darauf verlassen, dass das Programm den richtigen E-Modul verwendet für das Material, das ich einem Bauteil zugewiesen habe. Aber ich kann mich nicht unbedingt darauf verlassen, dass ich jedem Bauteil das Material zugewiesen habe, das ich eigentlich wollte. Wenn wir uns ein Modell anschauen, können wir hier verschiedene Prüfungen vornehmen. Das erste, was ich selbst eigentlich immer mache, ich schaue mir das Modell einfach nochmal an. Habe ich hier wirklich alles so definiert, wie ich das haben wollte? Fehlt noch irgendwo ein Fenster oder eine Wand? Oder habe ich zum Beispiel im Untergeschoss eine Wand diagonal getrennt, weil eben ein Teil erdberührt ist, der andere nicht? So wird das wahrscheinlich nicht ausgeführt. Ein weiteres Hilfsmittel für diese optische Prüfung ist die Farbkodierung, die Sie in der vertikalen Symbolleiste auf der linken Seite finden. Hier haben wir die Möglichkeit, zum Beispiel für Bereiche eine Farbkodierung nach Dicke einzuschalten. Und ich sehe hier auf den ersten Blick, in Blau sind meine Mauerwerkswände mit 15 cm Stärke, in Grün die Betonwände mit 20 cm Stärke. Diese Farbkodierung kann ich nicht nur für Bereichseigenschaften verwenden. Ich schalte das hier wieder zurück auf die Standarddarstellung. Ich kann auch Lasten nach der Lastintensität einfärben. Dafür blende ich eine Decke ein und wähle mal einen Nutzlastfall. Ich habe hier die Nutzlast in mehreren Lastfällen definiert, um eine feldweise ungünstige Anordnung zu berücksichtigen. Und ich kann mir hier anschauen, wo ich welche Lasten eingegeben habe. Mit der Farbkodierung habe ich auch die Möglichkeit, die Lastgruppenintensität darzustellen. Dabei sehe ich eben die Lasten aus allen Lastfällen in der gleichen Lastgruppe.
Das heißt, ich kann so prüfen, ob ich vielleicht noch in irgendeinem Feld vergessen habe, die Nutzlast einzugeben. Dann möchte ich jetzt die Berechnung tatsächlich durchführen. AxisVM prüft das Modell automatisch auf seine in Anführungsstrichen Plausibilität, beziehungsweise es werden einzelne Situationen geprüft. Diese automatische Prüfung findet sicher nicht alles, was schiefgehen kann, aber doch einiges. Ich erhalte hier die Meldung, dass zwei Linien Gelenke besitzen zu allen verbindenden Flächen. Wenn ich die Berechnung fortsetze, werden die überflüssigen Gelenke automatisch gelöscht, aber ich weiß nicht, welche Gelenke es sind. Unter Umständen kann mich diese Meldung auf ein grundlegendes Problem im Modell hinweisen, das ich eben anders vielleicht nicht ganz so direkt finde. Wir werden das aber später noch bei den Ergebnissen nochmal sehen. In diesem Fall breche ich die Berechnung ab. Die betroffenen Bereiche bzw. Gelenke bleiben ausgewählt. Im Moment sehe ich diese aber nicht. Vermutlich ist das auf der anderen Seite des Gebäudes oder irgendwo im Inneren. Im durchsichtigen Modell sehe ich es relativ schnell. Gerade bei größeren Bauwerken kann es aber etwas schwierig werden, diese Markierung zu sehen. Dabei hilft die Funktion nur selektierte Elemente darstellen, unten rechts bei den Schnellschaltern. Und jetzt habe ich diese Wand relativ schnell gefunden. In diesem Fall wollte ich eigentlich gar keine Gelenke definieren. Die Treppenhauswand soll am Stück durchlaufen und ich kann diese Gelenke löschen. Die Meldung hat von zwei Linien gesprochen. Das hängt das deshalb, weil wir hier zwei Netzmaschen haben. Die Linien in dieser Meldung beziehen sich auf die einzelnen Netzmaschen. Das heißt, wir haben hier alles gefunden oder alle überschüssigen Gelenke gefunden, die wir im Modell drin haben. Um diese Gelenke tatsächlich zu löschen, Sie sehen, ich kann hier nichts machen, muss ich natürlich in ein Eingaberegister Geometrie, Elemente, Lasten oder Netz zurückkehren, um eben diese Randgelenke zu entfernen. So. Dann erhalte ich eine weitere Meldung. Es gibt Knoten, an dem alle angeschlossenen Stäbe ein Gelenk haben. Das ist eine sehr ähnliche Meldung wie die erste, die wir erhalten haben. Auch hier setze ich die Berechnung nicht fort. Mit Ja werden keine Gelenke automatisch gelöscht. Die Berechnung wird genauso durchgeführt, wie das Modell eben ist. Auch hier bleiben die Bauteile ausgewählt. Es geht offensichtlich um diese Stütze, die nicht mit der Decke verbunden ist. Das Netz zeigt uns das auch sehr deutlich. Wir haben keinen Netzknoten am Stützenkopf. Wenn ich reinzoome, sehen Sie auch warum. Ich habe in diesem Fall versehentlich den Stützenkopf etwas über der Deckenkote eingegeben.
Das kann durchaus passieren, insbesondere bei Gebäuden mit sehr unterschiedlichen Höhen, wie wir es hier haben. Das könnte ich jetzt auch wieder korrigieren und das Netz neu erzeugen. Ich werde hier diese Korrektur nicht vornehmen, damit wir eben auch anhand der Ergebnisse diese Situation noch einmal finden können oder eben, dass wir auch noch mal sehen können, wie diese Situation die Ergebnisse beeinflusst. Ich erhalte eben diese Meldung noch einmal. Diesmal setze ich die Berechnung fort. Ich erhalte noch die Meldung, in zwei Lastfällen sind Elemente ohne Eigengewicht definiert. Das heißt, erstens, die Definition des Eigengewichts ist auf zwei Lastfälle verteilt. Das ist soweit in Ordnung, das darf sein. Aber es gibt Elemente, die in beiden Lastfällen kein Eigengewicht besitzen. Wenn ich die Berechnung abbreche, auch hier bleiben diese Elemente ausgewählt. In sehr vielen Fällen realisiere ich an diesem Punkt, stimmt, die Unterzüge bei den Balkonen habe ich nachträglich ergänzt und das Eigengewicht eben nicht erzeugt. Ich starte die Berechnung noch einmal und ja, kann jetzt eben nicht direkt das Eigengewicht automatisch setzen, weil das Eigengewicht in zwei Lastfällen definiert ist. An dieser Stelle frage ich mich schon mal, wollte ich das eigentlich? Und erhalte, wenn ich die erste Meldung übergehe, auch eine zweite. Eigengewichtslasten sind in mehr als einem Lastfall definiert worden. Das heißt, es gibt Bauteile, die in zwei Lastfällen das Eigengewicht besitzen. Das heißt, das Eigengewicht dieser Bauteile wird doppelt berücksichtigt. Ich unterbreche die Berechnung und sehe, welche Lastfälle betroffen sind. In diesem Fall wollte ich im Lastfall Auflast gar kein Eigengewicht definieren. Ich kann mir das unter den Lasten ansehen, wo das ist. Es ist diese Liftwand, die eben fälschlicherweise ein zweites Mal das Eigengewicht erhalten hat. So. Die Meldung, dass Elemente kein Eigengewicht besitzen, sieht jetzt etwas anders aus. Ich habe nicht nur die Möglichkeit, einfach so fortzusetzen. Ich kann mir die Elemente markieren lassen und abbrechen oder ich kann das Eigengewicht automatisch setzen. Wir wissen ja bereits, wo das Eigengewicht fehlt und dass wir das ergänzen müssen. Dann kann ich das so auch machen. Nicht alle Prüfungen können vor der eigentlichen Berechnung durchgeführt werden. Das heißt, gewisse Meldungen werden Sie erst nach der Berechnung erhalten. Insbesondere die Meldung von Singularitäten im Gleichungssystem. Diese Meldung weist darauf hin, dass das Modell instabil ist. Sie sollten diese Instabilitäten in jedem Fall behandeln. Details dazu haben wir im Webinar Singularitäten vom Februar 2019 besprochen. In diesem Fall ist die Singularitätsmeldung recht einfach zu erklären. Sie wird verursacht über unsere Stütze, die eben nicht mit der Decke verbunden ist und damit eine Gelenklinie bildet. Selbst wenn ich das aus irgendeinem Grund so definieren wollte,
behandeln Sie diese Singularitäten. Ich kann mir nicht 100% sicher sein, dass das die einzige Situation ist, die eben Singularitäten hervorruft. Eine weitere Prüfung, die automatisch passiert, ist der numerische Fehler im Infofenster. Wenn Sie das Infofenster geschlossen haben, können Sie es über das Menüfenster wieder öffnen. EP ist der Fehler bei der Berechnung der Lasten, EW bei der Berechnung der Arbeit. Was aber am spannendsten ist, ist dieser resultierende Fehler ER für die Lösung des Gleichungssystems. Diese Zahlen lassen keinen Rückschluss zu auf die möglichen Abweichungen der erhaltenen Ergebnisse zum tatsächlichen Resultat, aber sie sind ein Maß für die Genauigkeit oder Ungenauigkeit der Berechnung. Werte über 10 hoch minus 5 werden in Rot dargestellt und sind im Allgemeinen zu vermeiden. Sie können diesen numerischen Fehler nur über Anpassungen des Modells beeinflussen. Die Änderung der Maschenweite beispielsweise hat hier nur einen sehr kleinen Einfluss. Das ist nicht der richtige Ansatz. Dieser numerische Fehler ist typischerweise groß, wie in diesem Fall, bei instabilen Modellen. Deshalb ist das hier so. Wird typischerweise auch größer, unter Umständen groß, bei Modellen mit extrem hohen oder extrem niedrigen Steifigkeiten. In solchen Fällen muss ich mich fragen, ob ich die Steifigkeiten denn wirklich korrekt abgebildet habe, beziehungsweise vielleicht ein starres Auflager nicht mit einer Steifigkeit von 10 hoch 15 kN pro Meter zu definieren, sondern vielleicht auf 10 hoch 8 oder 10 hoch 10 zu reduzieren. Ein weiteres gutes Hilfsmittel ist die Verformung. Wenn ich die Verformung darstelle, hier mit ISO-Flächen oder, was ich selbst sehr praktisch finde, am verformten Modell, dann kann ich das Tragverhalten vom Gebäude ungefähr erkennen. Ich sehe, was wie zusammenhängt. Und hier sehen wir auch wieder unsere Stütze, die nicht mit der Decke verbunden ist. Wir erkennen auch die gleiche Situation bei diesen Wänden. Auch hier habe ich etwas nachlässig gearbeitet und habe versehentlich den Wandkopf bzw. Wandfuß über der Decke definiert. Deshalb sollten Sie auch die Meldung betreffend der Randgelenke nicht übergehen, weil sonst eins dieser Gelenke automatisch gelöscht wird und eben eine Instabilität des Modells automatisch verhindert wird. Etwas weiteres, das ich in der Verformung sehr gut sehe, ist, dass sich diese Pendelstütze sehr stark verbiegt. Das hätte ich so nicht erwartet und das macht für mich auch keinen Sinn. Im Gitternetz sehe ich, dass die Ursache sehr schnell. Ich habe vergessen, das Gelenk am Stützenkopf zu definieren. Was ich auch immer prüfen würde, ist die Verformung der Fundamente. Einerseits
kann ich so eben prüfen, ob die, die Auflagersteifigkeit ungefähr stimmt. Andererseits kann ich eben, sehe ich eben auch, ob die Steifigkeitsverhältnisse richtig sind. In diesem Fall steht das Gebäude mehr oder weniger auf der Liftunterfahrt auf und der ganze Rest hängt eigentlich darüber, hängt eigentlich über dieser Liftunterfahrt. Diese Verformung ist nicht plausibel oder nicht gewünscht, zumindest in den meisten Fällen. Damit muss ich davon ausgehen, dass auch die Schnittkräfte im darüberliegenden Gebäude eben nicht korrekt bzw. nicht zuverlässig sind. In diesem Fall würde ich im Modell zurückprüfen, was ich hier für Lagersteifigkeiten definiert habe und stelle fest, der Liftschacht ist viel zu steif gelagert. Sie können diese Verformungen auch quantitativ prüfen, indem Sie die Größe der Verschiebungen der Bodenplatte mit einer Setzungsberechnung abgleichen. Beachten Sie, Axis VM führt keine Setzungsberechnung im eigentlichen Sinn durch. Wenn Sie hier in die richtige Größenordnung kommen, dann können Sie die Ergebnisse als plausibel betrachten. Gut. Dann schalte ich das verformte Modell noch einmal aus und möchte noch meine Lasten prüfen. Dafür öffne ich die Tabelle. Wenn Sie in diesem Auswertungsfenster die Ermittlung von Extremwerten ausschalten, öffnet sich die Tabelle einiges schneller. Wir betrachten jetzt die Tabelle der unberücksichtigten Kräfte. Für jeden Lastfall erhalten Sie die unberücksichtigten Kräfte, im Wesentlichen die Differenz zwischen Lasten- und Lagerreaktionen. Ist diese nicht bei allen Lastfällen 0, erhalten Sie nach der Berechnung eine entsprechende Meldung. Aber wir erhalten auch die Lastsumme oder die Summe der äußeren Kräfte. Hier können wir auch nochmal prüfen, ob unsere Eingaben richtig waren. Ebenfalls in dieser Tabelle finden Sie die Lastangriffspunkte der resultierenden von diesen einzelnen Lastfällen. Gut. Jawohl. Dann möchte ich noch ein anderes Ergebnis betrachten. Ich wähle hier die vertikalen Wandlasten aus und schaue mir an, wo sind die Lasten größer, wo sind sie kleiner. Ich sehe hier an diesem Wandende eine erhöhte Vertikallast, was für mich absolut Sinn macht. Hier liegt der Unterzug auf, es ist ein freies Wandende. Wir haben noch den Balkon, der zusätzliche Lasten bringt. Das heißt, diese Konzentration der Kräfte macht so Sinn. Was hingegen nicht plausibel ist, ist die maßgebende Lastkombination, die wir hier erhalten. Wenn ich mir die Lastkombination ansehe, stelle ich fest, Leiteinwirkung ist der Lastfall Nutzlast A2, Nutzlastkategorie A2 auf den Balkon. Die Last auf die, im Geschoss ist Begleiteinwirkung. Das macht wahrscheinlich nicht so viel Sinn. Zurück in den Lasten.
sehe ich zuerst einmal, die Nutzlasten sind gleichzeitig wirkende Lastfälle, werden also kombiniert. Die Lastkombination hat uns das auch gezeigt. Aber die Nutzlast im Balkon ist in einer zweiten Gruppe definiert. Ich muss zusätzlich noch die maßgebenden Lastgruppenkombinationen festlegen, damit eben diese Lastfälle gleichzeitig als Leiteinwirkung berücksichtigt werden. Details zu diesen Lastgruppenkombinationen finden Sie im Webinar Kombination von Lasten vom Januar 2022. Anpassungen am Lastsystem, nicht Anpassungen an den eigentlichen Lasten, aber zumindest Anpassungen am Lastsystem, an der Lastkombinatorik, erfordern keine Neuberechnung. Das Einzige, was jetzt noch gemacht werden muss, die Ergebnisse werden neu kombiniert. Ich schaue mir das gleiche Ergebnis noch einmal an und stelle jetzt fest, die Nutzlasten im Geschoss und auf den Balkon werden gleichzeitig zur Leiteinwirkung. So wollte ich das schon mal haben. Gut. Die Prüfungen, die wir bis jetzt gemacht haben, waren eher qualitativer Art. Ich möchte aber auch Ergebnisse nach ihrer Größe plausibilisieren. Dafür verwende ich diesen Unterzug. Ich stelle mal das Biegemoment dar, wenn ich es finde. So. Und ich kann versuchen, dieses Biegemoment von diesem Unterzug von Hand nachzurechnen. Gerade bei Unterzügen ist noch zu bemerken, wir haben das eigentliche Biegemoment und das Bemessungsmoment. Das Bemessungsmoment setzt sich zusammen aus dem Biegemoment plus der Normalkraft mal die Exzentrizität. In Axis VM wird die Decke und die Rippe als einzelne Bauteile berechnet. Das heißt, das Biegemoment des Gesamtquerschnitts teilt sich eben auf in ein Biegemoment im Unterzug und ein Zugdruckkräftepaar im Unterzug und in der Decke. Das ist eben dieses Bemessungsmoment. Wenn ich das von Hand nachrechnen möchte, ist es am einfachsten, wenn ich nicht das Ergebnis von einem Grenzwert betrachte, sondern von einem einzelnen Lastfall oder einer einzelnen Lastkombination. Ich spare mir so etwas an Rechenaufwand für die Handrechnung. Wir erhalten hier ein Bemessungsmoment von rund 47 Kilonewtonmeter. Entschuldigung. Und wenn ich das von Hand nachrechne, ich habe das in einem ersten Schritt sehr einfach gemacht, Eigengewicht der Decke und des Balkons. Für die Decke habe ich die halbe Spannweite angesetzt, für den Balkon natürlich die ganze. Ich erhalte ein fast doppelt so großes, Biegemoment in diesem Unterzug. Auf den ersten Blick ist das nicht unbedingt plausibel, aber ich kann jetzt versuchen, diese Differenz zu erklären. Ein Unterschied ist sicher die Erdbeschleunigung. Axis VM rechnet als Standard mit 9,81 Meter pro Sekunden im Quadrat. Meine Handrechnung hat 10 Meter pro Sekunden im Quadrat verwendet.
Dieser Unterschied ist aber relativ klein. Das wird nicht wahnsinnig viel ausmachen. Das sind 2%. Was aber auf jeden Fall etwas ausmacht, ich habe in meiner Handrechnung angenommen, die ganze Last wird quer zum Unterzug abgetragen, was natürlich nicht der Fall ist. Die Decke wird auch Lasten parallel zum Unterzug abtragen. In diesem Fall etwas mehr als die Hälfte. Kann ich mir das vorstellen? Mehr oder weniger ja. Die Spannweite quer zum Unterzug ist etwas kleiner als längs. Die Stütze wird zwar ein bisschen weniger Last anziehen als eine Wand, aber grundsätzlich, ich kann mir vorstellen, dass knapp die Hälfte der Last eben quer zum Unterzug abgetragen wird. Damit würde ich bereits wieder sagen, die Ergebnisse sind zumindest ganz grob betrachtet plausibel. Wenn ich das weiter verfeinern möchte, kann ich natürlich Lasteinzugsflächen ermitteln und so das Biegemoment im Unterzug berechnen. Ich bin jetzt gerade noch 2 kN daneben. Die 4%, das macht für mich absolut Sinn. Das macht nicht nur absolut Sinn, sondern ist sogar sehr, sehr nahe an diesem Ergebnis. Wenn ich mit einer Handrechnung auf plus minus 10% an das tatsächliche Ergebnis rankomme, dann ist das für mich plausibel. Was mich hier allerdings ein bisschen stutzig macht, ist die Tatsache, dass ich von Hand ein kleineres Biegemoment erhalten habe. Axis VM berücksichtigt die Steifigkeit von diesem Unterzug. Dadurch, dass der Unterzug eben nicht absolut starr ist, wird er etwas weniger Last anziehen. Ich hätte eher erwartet, dass ich ein bisschen ein höheres Biegemoment erhalte. Ich habe ein tieferes Biegemoment erhalten. Allerdings, die Differenzen sind in diesem Fall so klein, dass ich dem nicht weiter nachgehen würde. Diese Lasteinzugsflächen können Sie natürlich von Hand ermitteln, das wird aber sehr schnell etwas aufwendig und ich muss zugeben, ich selbst bin da auch reichlich aus der Übung. Sie können diese Lasteinzugsflächen auch mit Axis VM direkt ermitteln. Ich kann Ihnen dazu unseren nächsten Inktip Live empfehlen. Wir werden Sie per E-Mail informieren, wann dieser genau stattfindet. Dort werden wir uns das Vorgehen anschauen, um eben diese Lasteinzugsflächen automatisch zu ermitteln. Dann möchte ich auch noch auf die Plausibilisierung der Ergebnisse einer Erdbebenberechnung eingehen. Ich habe es bereits erwähnt, bei der Berechnung der Eigenschwingungen besitzen Eigenformen mit kleinem modalen Massenanteil typischerweise einen höheren numerischen Fehler. Das kann so auftreten. Es muss nicht zwingend sein, aber es kann sein, ist in dem Fall aber auch nicht dramatisch. Eigenformen mit kleinem modalen Massenanteil, diesen Epsilon-Werten, sind für uns ohnehin nicht von großem Interesse. Auch hier schaue ich mir nach der Eigenschwingungsberechnung immer erst einmal das verformte Modell an, um zu sehen, was denn eigentlich in Schwingung versetzt wird. Die
erste Eigenform ist die Eigenform mit der tiefsten Eigenfrequenz, das heißt sozusagen die weichste Schwingungsform. In diesem Fall ist das eine Biegeschwingung in Längsrichtung. Kann ich mir das anhand der vom Geschossgrundriss vorstellen, dass das Gebäude in Längsrichtung weicher ist als in Querrichtung? So. Ich möchte Wände sehen. Wenn ich mir das einfach so anschaue, ja, ich kann es mir vorstellen, wir haben in Querrichtung zwei relativ große oder relativ lange Betonwände, die eben das Gebäude deutlich aussteifen. In Längsrichtung haben wir nur eine Wand, beziehungsweise noch die Liftschacht- und Treppenhauswand, die aber einen wesentlich kleineren Beitrag liefern. Ich schaue mir auch die weiteren Eigenformen an, ob diese Schwingungsformen für mich so Sinn ergeben, ob das Schwingungen sind, die das Gebäude tatsächlich ausführen kann. Allerdings, was ich auch sagen muss, bei diesen sehr hohen Frequenzen, über 20 Hertz, da kann ich mit den Schwingungsformen auch nicht mehr wahnsinnig viel anfangen. Das schwingt mit einer extrem hohen Frequenz. Allerdings aus diesen Schwingungsformen werden vermutlich auch nur kleine Erdbebenlasten reduziert. Die Erdbebenberechnung selbst habe ich auch bereits durchgeführt und auch hier kann ich eine gewisse Plausibilisierung durchführen. Nach der Berechnung werden mir automatisch Massenmittelpunkte und Steifigkeitszentren dargestellt. Ich blende hier mal nur ein Geschoss ein. Wir reden hier von den Geschossen für die Erdbebenberechnung. Aufgrund der Geschosse der Erdbebenberechnung werden diese Massenmittelpunkte und Steifigkeitszentren ermittelt, nicht aufgrund der globalen Geschosserkennung. Für die Erdbebenberechnung können Sie die Geschosse eben hier definieren. So. Gut, die Erdbebenlast ist neu gerechnet worden. Dann lade ich das Modell nochmal neu, damit wir die Ergebnisse wieder haben. Eben diese Massenmittelpunkte und Steifigkeitszentren, die können mir deutlich helfen, um eben zu sehen, was hier berechnet wurde. Beachten Sie, dass diese Punkte ein Ergebnis der Berechnung darstellen. Sie werden nicht als Grundlage für die Erdbebenberechnung verwendet, wie Sie das von Hand machen würde. Den Massenmittelpunkt bilden wir für die Berechnung ab über die räumliche Verteilung der Lasten, das Steifigkeitszentrum über die räumliche Verteilung der Steifigkeit. Der Massenmittelpunkt macht für mich hier Sinn. Das ist irgendwo in der Mitte vom Gebäude. Da würde ich sagen, einfach Pi mal Daumen. Das könnte etwa hinkommen. Wo die Steifigkeitszentren bzw. Schubmittelpunkte der Geschosse liegen, ist für mich ohnehin immer unlogisch. Ich kann zwar einen Schubmittelpunkt berechnen, ich kann aber nicht aus dem Bauch heraus abschätzen, wo er liegen wird.
Vielleicht können Sie das, dann hilft Ihnen der Schubmittelpunkt wesentlich besser weiter als mir. Wenn Sie diese Punkte ausblenden wollen, können Sie das in den Darstellungsoptionen tun. Unter dem Register Beschriftung finden Sie eben die Schwerpunkte und Schubmittelpunkte der Geschosse, damit diese Punkte nicht ständig im Weg sind bei der Auswertung der weiteren Ergebnisse. In den Tabellen finden wir auch eine Möglichkeit, die Erdbebenberechnung zu plausibilisieren, sobald die Tabelle geöffnet ist, und zwar unter der seismischen Empfindlichkeit der Geschosse sehen wir unter anderem die Summe der Vertikallasten in den einzelnen Geschossen. Das sind nicht die Lasten, die in diesem Geschoss angreifen, sondern die totalen Lasten, die in diesem Geschoss wirken. Die Lasten von diesem Geschoss und den Geschossen darüber. Und wir finden die Horizontallasten, auch hier immer die Horizontallast, die im Geschoss wirkt, nicht die Horizontallast, die im Geschoss angreift, oder anders gesagt, die Erdbebenlasten in diesem Geschoss und allen Geschossen darüber. Was ich mir hier in erster Linie anschaue, sind die Verhältnisse der Horizontallasten bezogen auf die Vertikallasten. Die Liftüberfahrt schaue ich mir hier nicht an. Sind diese Werte in einer plausiblen Größenordnung? Das kann ich mit ein bisschen Erfahrung relativ schnell sagen. Dann kann ich davon ausgehen, dass zumindest die Größe der Erdbebenlasten einigermaßen richtig ist. Wenn ich noch kleine Eingabefehler gemacht habe, beispielsweise habe ich vielleicht die horizontale Bodenbeschleunigung nicht korrekt eingegeben. Wenn aber diese Größenordnung hier stimmt, habe ich sicher keinen massiven Fehler gemacht. Um diese Verhältnisse zu prüfen, braucht es aber eine gewisse Erfahrung. Sie müssen das mit anderen Modellen vergleichen können. Ich kann Ihnen nicht unbedingt eine Faustregel geben, wie groß die Erdbebenlasten sein werden. Es dürfte je nach Gebäude, je nach Erdbebenzone irgendwo zwischen vielleicht etwa 15% und 40% liegen. Außerhalb dieser Grenzen würde ich mich dann sehr fragen, was hier passiert ist, beziehungsweise was der Grund ist für so große oder so kleine Erdbebenlasten. Wie gewohnt werden Sie auch dieses Webinar wieder auf unserem YouTube-Kanal finden, wo Sie sich das Ganze noch einmal anschauen können. Wir freuen uns natürlich immer über Ihre Bewertung oder Ihre Kommentare. Wenn Sie möchten, können Sie uns auch ein Abonnement dalassen und sich benachrichtigen lassen, wenn neue Videos erscheinen. Das nächste Webinar wird stattfinden am 26. August wieder um 11.15 Uhr. Da möchten wir uns die Einflüsse des Baugrunds auf unser Tragwerk anschauen, beziehungsweise wie wir diese abbilden können. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.